Kindergarten habe ich auch immer König gespielt. Er wollte immer der Bestimmer sein, es hat sich nicht viel geändert. Ich glaube, jetzt haut er mir eine rein. Das Lied heißt Putsch statt Putsch und Hengist darf sich dazu als unser König hier verkleiden. Was er besonders gerne mag, besonders bei 40 Grad im Schatten. So, schön. Es könnte auch super Hengist sein, der jetzt nicht mehr. Dort ist er, Hengist. Hengist der Lange wird zu Hengist dem Ersten. Ein Applaus für Hengist den Ersten. Das Volk ist recht zaghaft, König. Könnte eine bescheuerte Fassade liegen. Das kann natürlich sein. Oder das kann daran liegen, dass ich den Alkohol verboten habe. Ja, ja. Tatsächlich. Tatsächlich ist das nämlich passiert. Lass uns bitte schnell anfangen, ja? Hengist der Erste hat dem Volke verboten, Alkoholiker zu konsumieren. Und das ist die Geschichte dazu. Ja, ein empörtes Pfui. Ne? Das waren auch nicht die Kinder, die ja gerade gerufen haben, oder? Pfui, hat auch Papi nichts mehr zu tun. Ach, wir wollen ehrlich anfangen. Einmal ein König gar, der hatte einen Wahn. Er selber nannte es wohl lieber Volksergiftungsplan. Er dachte, Böder, Bier und Wein wird's für die eigenen besser sein und brächte nebenbei dem Reich noch obendrein an der Mauer ein. Denn folgerte er so für sich, ja, ist sein Volk nicht ständig dicht. Er fülle es viel fleißiger die Schaff- und Steuerpflicht. So verbot er eines Tages all die schönen Sachen, die Mann und Weib so wunderbar und stinkbesoffen machen. So wurde das Volk wieder mal mit Freud und Recht bekürzt, war fortan nicht mehr sturzbetrunken, nein, nur noch gestürzt. Doch Königstreu erkannt es schnell, ist es nicht ständig breit. Hat es zum Schaffen und zum Sein tatsächlich viel mehr Zeit. Thank you.
So hatte unser König schlau noch grad das Blatt gewendet. Ja, und der Knecht erkennt wen und die Geschichte endet. Es gab natürlich eine große Volksfeierlichkeit. Und hernach war das Volk der Freiheitswahn freilich befreit. Nur unser König hat gelehrt, was wohl noch heute gilt. Nur wenn das Volk dumm und berauscht ist, ist es auch gewählt. Nun über euch dem Volke erheben wird, sofern der Trommler es schafft, seinen Fuß von dem Sockel der Würde zu nehmen und beiseite zu treten. Da steigt er hinauf, der Großwohl im Purpur geborene Hengist der Erste, mit einem Mikrofon vor dem Bauch. Gut, dass er kein Bauchredner ist. Leute, und das ist nicht alles. Nein, denn wenn der König sich erhöht, dann weiß das geneigte Volk, was es zu tun hat. Es erniedrigt sich natürlich, soweit es geht. Es geht runter in die Knie, beugt sich krumm, legt sich flach auf den Boden, streckt die Arme und Beine von sich, aber nicht was. Das ist aber auch noch nicht alles, was der König will. Nein, er will, dass der Hopfer gleich bis vier gezählt hat hinter mir. Dass ihr aufspringt, euch die Kleider vom Leib reißt und komplett ausrastet. Seid ihr dabei? Was habt ihr gesagt? Seid ihr dabei? König glücklich machen. Hopsa auf! Hopsa 10!